Hallo Leute, der Sebastian hier und wir machen wieder mal eine kleine Fahrradtour. Es ist Ostern 2020, naja fast Gründonnerstag. Wir sind am Schloss Oranienburg, man sieht man so ein bisschen unscharf hinter mir. Und ja, Corona-Zeiten, von daher ist alles ein bisschen anders, aber das wird schon. Die Fahrradtour geht über Legebruch und Bärenklau und dann noch ein bisschen weiter, keine Ahnung. Wir schauen mal, ich werde auch nachher den Link einfach zur Strecke mit in die Beschreibung reinpacken. Ich hoffe, das funktioniert alles. Und die Sonne scheint, das seht ihr, deswegen habe ich eine Sonnenbrille auf, sonst würde ich hier furchtbar blinzeln. Ja, und ich hoffe, es macht Spaß. Wir werden es mal sehen, wo wir langkommen. Ich werde ein paar Videos machen zwischendurch und dann ja, freue ich mich. Aber das Wetter ist gerade mal perfekt. Also kommt einfach mit. So, wir sind jetzt das erste Mal von der Straße rüber, sind gerade über die 96 neu und fahren jetzt hier so einen kleinen Fahrradweg lang Richtung Legebruch und haben damit erstmal ein bisschen Ruhe von den Autos und LKWs, wo doch eine ganze Menge unterwegs sind. Wundert mich, aber so ist es halt. So, weiter geht's hier die Strecke jetzt nach Bärenklau. Legebruch haben wir hinter uns gelassen. War zum Teil ganz schön viel los. Ich wundere mich, weil es ja eigentlich immer noch Corona-Krise und so. Man soll ja eher zu Hause bleiben. Na gut, ich bin jetzt auch mit Fahrrad unterwegs. Hier geht es jetzt neben der Straße lang. Ich bin gerade noch ein bisschen aus dem Atem, weil es von dem Kreisverkehr doch ein gutes Stück hoch geht und der Wind echt hart von vorne gerade ist. Also hier ist gerade windschützt, aber da hoch, der hat ganz schön gedrückt. Und zwar nach unten. Da habe ich auch ein bisschen noch Sachen mit. Also, ja, gut, aber geschafft. Und jetzt geht's weiter nach Bärenklau. Tja, und so kann es gehen. Baustelle unter der Autobahn. Oben, da müssen wir drunter durch. Das geht nicht. Also dumm gelaufen. Dann wird das wohl ein anderer Weg zurück. So Leute, wir sind jetzt hinter Federfanz am sogenannten Mühlensee. Weiß gar nicht, ob man von hier aus schon die Mühle sieht. Ich mache gerade eine kleine Rast und dann geht es weiter. Hier lang. Also wir mussten ja umdisponieren, weil wir unter der Autobahn nicht lang kam. Ging halt nicht. Genau, ich glaube, schwimmen darf man hier drin nicht. Pferd langreiten darf man auch nicht. So eine kleine Erklärung, so eine kleine Tafel. Mal raufgucken. Wenn ihr das lesen wollt. Ja. Also das ist dann quasi zwischen Fehlefanz und Schwante. Gehört jetzt alles zur Oberkrämer, so heißt das jetzt neuerdings. Oder heißt schon so weiter so, boah, es ist echt windig. Und ihr könnt mal gucken, ich weiß nicht, ob man von hier aus schon die Mühle sieht oder ob man da einfach noch ein Stück weiter muss. Das ist dann irgendwo da vorne, da kommt man dann an der Mühle raus. Daneben gibt es auch, das nennt sich glaube ich Milchtankstelle, die haben auch ganz leckeres Eis. Weiß noch nicht, ob die heute offen haben. Das werden wir mal rausfinden. Ansonsten ist es hier tatsächlich nett, kann man eine schöne Pause machen und auch schön wandern gehen. Oder spazieren gehen zumindest. Man kann das nur nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Also das ist echt ungünstig. Nachdem man durch Schwante durch ist, und in Schwante gibt es einen netten kleinen, was heißt kleinen Bäcker, Bäckerplenz, kommt man auf deiner Fahrradstraße weiter Richtung Sommerfeld oder Sommerfelde, bin ich nicht so ganz genau, und das ist genau die hier, das geht schön durch den Wald. Das Wetter ist nicht mehr ganz so super, es ist zum Teil wolkig und der Wind ist zum Teil ganz schön kühl, wenn es gerade Schatten ist, aber es geht alles noch gut. So, ja, hinter Sommerswalde
geht dann die Fahrradstraße durch den Wald und man kann entweder der Fahrradstraße folgen, dann kommt man wieder zwischen Vogelfans und Bärenklau raus. Oder man fährt sozusagen eine andere Strecke und fährt dann so einen Waldweg lang, der aber sich relativ gut fahren lässt, der ist relativ fest. Das ist ganz angenehm und kommt dann in Germendorf raus. Das ist einfach sozusagen, man fährt eine andere Strecke zurück und es ist etwas kürzer. Genau, und wir sind jetzt hier quasi schon fast in Germendorf. Schwenkt mal hier rüber. Und wer da hinten jetzt Dinosaurier erkennt, das ist richtig. Das ist nämlich der Germendorfer Tierpark. Und auch so ein Dinosaurierbereich. Im Sommer, wenn schönes Wetter ist, ist da immer rappelvoll. Da kommen die ganzen Berliner hin. Naja, vielleicht nicht alle, aber ganz viele Berliner kommen da hin. Und als Einheimischer geht man dann da fast gar nicht mehr hin, weil es einfach so voll ist. Aber da fahren wir jetzt sozusagen hinten dran lang und sind dann gleich in Germendorf und sind dann auch schon fast wieder in Oranienburg. So, ich hoffe, das geht mit dem Wind. Wir sind wieder zurück am Schloss in Oranienburg. Das Wetter ist, ja, sind ein paar Wolken, also einige Wolken am Himmel und manche sind auch ganz schön düster aus. Aber es ist trocken geblieben, es hat nicht geregnet oder so. Waren insgesamt tatsächlich über 4 Stunden unterwegs, haben aber auch viel Pause gemacht. Die Strecke war jetzt ein bisschen anders als geplant, über Vielefanz, Schwante, Germendorf. Ich hoffe, dass das mit der Aufnahme der Route geklappt hat, dann kann ich euch die nämlich verlinken. Und genau, ja, war eine schöne Strecke, hat Spaß gemacht. Ein bisschen über 30 Kilometer waren es jetzt insgesamt, so 32 Kilometer, 33 Kilometer, aber kein Problem. Wetter hat durchgehalten und dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ihr auch die Zeit einfach nutzt, jetzt über Ostern, um ein bisschen draußen zu sein, ein bisschen unterwegs zu sein. Und dann bis zum nächsten Mal.